Lynch sieht irgendwie immer stark aus. Ja, ich fühle mich auch sehr stark aktuell. Bin wie eine Waffe, ungezähmt und so ein Kram. Who's that Pokémon? It's no way for you! Bist du da nicht schon Grandmaster? Nee, 660 LP brauche ich für Grandmaster leider. Also wir brauchen noch 30 LP ungefähr. Wir sind Mitte. Winrate, Platin Plus. Nee, ich muss Sinch spielen jetzt, oder was? Natürlich müssen wir Sinch spielen. Klasse, ne? Gleich geht's weiter. Ich muss bloß hier einmal kurz meine Runen kalibrieren, ne? Manche Typen kommen schwul aus dem Knast. Doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. What is this? Das ist Bushido. Ist das nicht einer der bekanntesten Rapper damals gewesen? Wenn ich rappe, ist die Kuh auf dem Dach. Was? Warum guckst du mich so an, als ob ich Stalin wäre? Nur weil ich auf der Wiese tanz wie der Charmin-Bär. Stalin. Das kann... Also, die Leute wissen, der weiß aber schon, was Stalin war und was der gemacht hat, hoffentlich. Tatsächlich, Zar Nikolai II., der hatte tatsächlich ein Faible für Tanz. Also der letzte Zar. Auch Nikolai der Schwache genannt. Nein, wurde er nicht genannt. So, verschreck es jetzt seinen Husten weg. Ich glaube, das hat tatsächlich geholfen, ja. Aber der Tee hilft tatsächlich auch. So ein richtig schön heißer Tee hilft. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir sind Singed Mitte gegen, hoffentlich nicht gegen sie wieder. Wir werden sehen. Das wird schon relativ free sein, ne? Singed Mitte ist ja bärenstark. Okay, wir starten mit Boots. Dann gehen wir Swifties. Wir haben Predator bereit. Let's go. Wie viel Quadratmeter ist deiner? Wie viel Quadratmeter mein primäres Geschlechtsorgan hat? Nicht besonders viele. Da muss ich dich leider enttäuschen. Aber ich glaube, wenn dein primäres Geschlechtsorgan im Quadratmeterbereich ist, dann solltest du möglichst schnell einen Arzt aufsuchen. Ich werde jetzt auch so ein Maggie-Felix-Fanboy, der jetzt hier diese Tank-Locket-Kammer-Mitte spielt. Das ist schon sehr nervig, muss ich sagen, bis jetzt. Wir sollen jetzt laut Guides um welche Swifties gehen und dann nach Swifties Rylai's rushen. Wir stellen uns nicht so schlecht an hier. Oh. Jetzt der Flash Predict und nicht vom Kuh getroffen werden. Oh, ist doch tot. Peace. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Lane läuft okay. Ich will mir noch nicht wehtun mit meiner Singed-Lane bis jetzt. Und das ist auf jeden Fall ein großes Plus, Biologie-Montag? Ne, heute ist ein Mathe-Montag. Wir können den Biologie-Beanstag können wir machen, wenn ihr wollt. Scheiße, Mann. Das wurde erhöht, ne? Die Zeit, die es dauert, bis man exekuten kann. Ich war mir nicht sicher, ob es reicht, aber es hätte gereicht, ne? Man hat zum Assisting gesehen. Es hätte leider gereicht, ne? Die W hat aber auch getroffen. Ja, sicher. Deswegen ging ja der Execute nicht, weil die W getroffen hat. Das ist ja genau, was ich gerade gesagt habe. Sag mal, also manchmal frage ich mich echt, ob die Leute mir einfach nicht zuhören. Singed ist, glaube ich, relativ gut. Also, Singed ist nicht gut gegen Karma, aber ich glaube, später sind wir ganz gut hier, würde ich tippen. So close, man. Schade, dass die Dings da war, die Yumi. So gut gemacht. Das war so knapp, dass ich da einfach rauslaufen kann, ne? Vielleicht wenn ich ein Ticken schneller Ulti. Stirb schneller. Ja, ja, Chief, ne? Du hast heute schon 2 Games gegen mich verloren. Snipe mich nur weiter. Die LP schmeckt. Mhm. Was hätte ich denn machen sollen? Ich werde halt gekitet. Die hat Flash und ist Range. Ich habe keine Ulti. Ich hatte keine Predator Boots. Was soll ich machen? Also, Legend, was hätte ich machen sollen? Das
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Finch sieht irgendwie immer stark aus. Ja, ich fühle mich auch sehr stark aktuell. Bin wie eine Waffe, ungezähmt und so ein Kram. Wir sind 20 CS behind. Wir haben aber 4 Assists, was ziemlich nice ist. Unser Kali umgezogen. Wir sind halt full AP, ne? Was ist nicht so cool. Aber unsere AD-Quelle ist gefeedet. Und das ist wiederum sehr cool für uns. Weil das ist praktisch der, der später das harte Lifting machen muss für lange Zeit. Dadurch, dass wir jetzt nicht, dass wir so schlecht gedroppt haben. Zinch ist immer nervig. Das hier ist Zinch schon relativ gut, ja, würde ich behaupten. Das ist aber auch halt so ein Champion, der einfach so ein bisschen einen eigenen Playstyle hat. Und den ihr so ein bisschen lernen müsst. Das ist halt, Karma ist halt schon ein sehr harter Counter, würde ich sagen. Wir können ihn niemals skillen, ne? Zu wir zwei Hanseln hier. Oder? Ja. Okay, das war jetzt wahrscheinlich Game-Losing-Play hier über die ganze Karte. Wir haben gerade alles verloren. Ich hätte sie da zurückpingen müssen, weil ich wusste, dass wir keinen Schaden haben dafür. Da muss man auf jeden Fall zurückpingen. Wenn ich Ulti habe, können wir sie vielleicht killen, aber. Ja. Was hast du schon für Drogen genommen? Nichts. Ich liebe das Gesetz und nichts lege ferner, als illegale Substanzen in meinen Astralkörper zu pumpen. Wait, der hat genug Mana für Ult? Für W? What do you mean? What? Der hatte genug Mana? Ja, das Game ist over. Leider, die outscalen uns ultra hart. Wir sind full AP, alle sind behind. Aber wenn wir Objective Bounties kriegen können, vielleicht gibt's irgendwo eine Chance. Wir müssen irgendwie die Kaiser weiter dick bekommen. Wir brauchen einen halt super dicken Fight, brauchen wir hier. Jetzt als nächstes würden wir Turbo Champ Tank gehen und dann wahrscheinlich Demonic. Wie sie, wir hatten ein relativ ineffizientes Item mit Collector. Aber ich bin halt ultra unterfahren. Ich weiß nicht, warum Singed so eine krasse Win-Ratio hatte in Mitte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil also ich sehe ehrlich, niemand spielt Singed Mitte, ne? Und wenn der gespielt wird, der ist doch viel besser top, weil er dann proxyen kann. Weil du hast ja in der Mitte nicht ein gutes Matchup, oder? Also welches Matchup ist denn spielbar in der Mitte für Singed? In welchem Matchup kannst du denn überleben und am Game teilnehmen? Ich bin so useless. Oh, ich brauche jetzt mal wieder ein gutes, Ich brauche jetzt echt mal wieder ein gutes Game. Singed Mitte. Was ist das für ein Dogshit, Mann, das ist ja so frustrierend, sowas spielen zu müssen. Heute haben wir wirklich also solche Trash-Champions schon gekriegt. Wir hatten Katarina vorhin auch. Und Rengar, so lauter so Champions, die nur OTPs spielen. Irgendwie mit 0,1% Pickrate und ich muss die dann auspacken. Das ist echt völlig kriminell. Also sie waren mathematisch korrekt. Ich meine, wir sind ja theoretisch gewinnen wir ja mehr, als wir verlieren. Aber es fühlt sich manchmal, ich fühle mich schon sehr hilflos in manchen Games hier, muss ich sagen. Singed ist geil. Ja, aber Singed ist auch echt scheiße, Mann. Er ist geil, aber er ist schon sehr scheiße. Ja, also ich bin echt dafür, dass wir Singed als ersten Champion komplett rausnehmen aus dem Projekt. Weil das ist, ich muss den einmal top spielen, einmal Mitte spielen und danach haben wir schon immer zwei dicke Loses. Du bist da oben. Mäßig. Ja, ich bin sogar für Singed und Cutter, weil das so die härtesten OTP-Champions sind. Du hast halt Singed, du hast Cutter, du hast Aurelion Sol, du hast Rengar, du hast Riven. Das sind alles so Champions, die kannst du halt nur spielen, wenn du sie OTP ist. Ja, mein Smurf ist rough. Ich meine, das ist natürlich schon frech, dass ich einfach Mathe-Picks in kurz vor Grandmaster mache, ne? Ich weiß, also das ist natürlich schon ein bisschen frech. Okay, ich bin wahrscheinlich einfach tot, ne? Lass dich vorgehen. Ich muss einmal besen. Ich kann da nochmal kommen, wir können es nochmal probieren, aber. Die sind sehr, sehr low, die Gegner. Es ist winnable. Oh mein Gott, sie hat ihre Combo verfehlt. Okay, ich komme. Nice. Nice. Das Nash. Wir können gewinnen, Leute. Das ist so huge für uns. Wir haben das. Ich spüre langsam auch die Kraft des Tees, ne? Ich kann wieder... Ich fuße kaum noch. Krass, wie broken Tees, ne? Wir müssen die Kaiser mit allem, was wir haben, beschützen. Dann können wir gewinnen. Nervt Tee. Tee ist so broken, guys. Tee ist so broken. Nice.
Scheiße. Boah, ist das bitter, Mann. Das war so f***ing gut. Alter, wer ist denn diese scheiß Kaiser? Wow, ist der am Smurfen. Wenn wir das Game gewinnen, dann stelle ich Cinch und Mathe nie mehr in Frage, wenn wir dieses Game gewinnen, ja. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber dieser ADK von uns weigert sich einfach zu verlieren. Das ist genau wie Viper gestern, Boah, so ein sicker ADK hier. Okay, wer von denen ist das Flippity-Ziel? Ist wahrscheinlich niemand, oder? Einfach peelen. Ich meine, das Game ist eigentlich nicht winnable. Also es ist leider, das ist eigentlich nicht mehr winnable, das Game. Die haben so krass outscaled. Wir können eigentlich nur über ein absolutes Miracle gewinnen. Aber echt schnell? Wait? Nee, es ist verloren. Oh, wait, es ist nicht verloren! Es ist gewonnen! Oh mein Gott, er ist actually gewonnen! Jetzt als nächstes gehen wir Sonjas hier, würde ich sagen. Okay, Leute. Also wenn wir das gewinnen, dann mache ich ein Halloween-PC-Giveaway. Das es so sonst bestimmt nicht gibt. Nicht wahr? Nein. Das ist nur, wenn wir dieses Game gewinnen, könnt ihr ein PC gewinnen an Halloween. Aber nur dann. Kriegt die Kaiser ein PC? Nee, die Kaiser kriegt gar nichts. Die kriegt einen Report, wenn sie nicht carried, der Loser. Oh mein Gott, sie ist gecatcht. Unter, fließt unter, fließt unter. Ich komme, ich bin wichtig. Ich bin so wichtig! Team, ich hab euch! Oh mein Gott, wir haben actually gewonnen. Das ist mein dritter 10-Tode-Plus-Win heute, im Übrigen. Ich habe schon zweimal mit 12 Toten und jetzt nochmal mit 10 Toten gewonnen. Was für ein PC wird's denn? Ja, der neue Toshiba von 1995 mit 4 FPS. Ne, tatsächlich habe ich ein großes Giveaway geplant an Halloween. Das habe ich euch jetzt natürlich schon ein bisschen announced, aber hey. Ja, wen nehmen wir denn hier, Feinet? Tatsächlich freigeschaltet heißt in dem Kontext aus der eigenen Tasche, ne? Auch wenn ich ihn von meinem Partner kaufe. Also von Aldi. Aber tatsächlich aus eigener Tasche. Ne? Für euch zu Halloween. Okay, die Kaiser honoren hier. Und damit haben wir den nächsten Win hier. In der Tash. Ich habe 0-10. 10.000 Damage gewonnen. Solo-Q ist nicht fair. Leute, Solo-Q ist absolut nicht fair.